Hi, I'm Anna-Karin Ryan from Sulzer Schmied. I'm here at the Husum Wind and I'm just about to go over to the Enertrag stand to talk to Mark Hoffmann and Tom Sulzer from Sulzer Schmied and Konrad Iffert from Enertrag about our latest co-development for LPS inspections and rotor blade inspections. Join me. Ja, ein fröhliches Moin aus Husum. Morgen. Elfert. Hallo. Tom. Hallo, Marc. Dass Sie sich bei uns einfinden hier. Ein kurzes Interview zum Thema Prüfung der Blitzschutzmessung an der Windturbine. Und was mich da tatsächlich persönlich auch interessiert, Herr Iffert, was waren denn Ihre Beweggründe überhaupt, sich zu entscheiden, eine berührungslose Blitzschutzmessung mit der Drohne zu kombinieren? Das ist ja schon eine interessante Kombination. Ja, also ein wesentlicher Punkt war, dass wir gesagt haben, wir können eine Rotorblattinspektion mit einer Drohne sehr gut durchführen. Da haben wir schon historische Beziehungen mit Sulzer Schmied. Was uns noch gefehlt hat, war das Thema Blitzschutz. Weil in Deutschland ist es halt vorgeschrieben, dass wir im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung bzw. laut Versicherungsvorschriften alle 2 Jahre eine Blitzschutzprüfung durchführen. Und da war der erste Ansatz, dass wir natürlich jetzt nicht zweimal zur Mühle fahren wollen. Einmal mit der Drohne das Rotorblatt inspizieren und dann nochmal am Seil den Blitzschutz zu prüfen. Verstehe, ja, das macht ja auch intuitiv schon alleine Sinn. Und Tom, könntest du vielleicht den Prozess der Inspektion mittels autonomer Drohne nochmal einmal kurz skizzieren? Ja, sehr gerne. Also das ist so, das ist ein Team von zwei Technikern, die an die Anlage fahren. Die nehmen die Drohne aus dem Fahrzeug raus. Das System konfiguriert sich im Wesentlichen selbst. Und der Flug wird dann initiiert, indem man Start drückt. Der Techniker schaut der Drohne zu. Wir haben immer einen Piloten natürlich auf Platz, der auch im absoluten Notfall eingreifen kann. Und die Drohne fliegt dann an die Anlage ran. Die hat Sensorik, die es ihr erlaubt, sehr nahe an die Anlage heranzufliegen. Und wird dann das Blatt in 4 Flugpfaden komplett mit hochauflösenden Fotos dokumentieren. Die landet dann, dann werden die Daten gesichert. Und das nächste Blatt wird inspiziert. Das Ganze passiert 3-mal und wir haben jetzt Stillstandszeiten von nicht viel mehr als 30 Minuten pro Turbine und dann geht es weiter zur nächsten Anlage. Okay, also das heißt tatsächlich, die Drohne fliegt voll autonom, der Pilot muss eigentlich nicht eingreifen. Sehr, sehr spannend. Und die Blitzschutzprüfung, wie funktioniert diese genau? Ja, die Blitzschutzprüfung funktioniert folgendermaßen, dass wir an den Blitzableiter im Bereich der Blattwurzel eine potenzialfreie Spannung von 6000 Volt anlegen. Diese Spannung von 6000 Volt erzeugt um den Blitzableiter im Rotorblatt herum ein elektrisches Feld. Und dieses elektrische Feld kann man mit einem speziellen Feldstärke-Messgerät detektieren. Und zwar liegen wir da von der Feldstärke ungefähr im Bereich zwischen 17 und 25 Volt pro Meter. Und wenn ich diese Feldstärke detektiere im Bereich des Rotorblattes, dann kann ich mir sicher sein, dass das Blitzschutzsystem funktionsfähig ist. Andernfalls, wenn es Unterbrechungen gibt, dann kann ich auch während des Vorbeifluges mit der Drohne am Rotorblatt feststellen, wo das elektrische Feld zum Beispiel endet oder beginnt, je nachdem, aus welcher Richtung ich fliege. Und daraus kann ich dann einen Schluss ziehen, wo zum Beispiel eine größere Unterbrechung des Blitzschutzsystems vorhanden ist. Aha, sehr interessant. Und nachdem die Daten erhoben wurden, was passiert dann? Die Daten werden während des Fluges mit abgespeichert. Das heißt also, ich weiß genau, an welcher Stelle die Drohne geflogen ist, zu welchem Zeitpunkt, an welcher Windenergieanlage und an welchem Rotorblatt. Und gemeinsam mit der Auswertung des bildgebenden Verfahrens der Rotorblätter wird dann ein entsprechendes Protokoll ausgefertigt, wo dann bescheinigt wird, dass der Blitzschutz funktioniert oder auch nicht. Ja, vielleicht noch ein paar Ergänzungen dazu. Es ist so, wir haben umfassende Sensorik mit an Bord, wenn die Drohne fliegt, unter anderem einen Lasersensor. Der erlaubt es uns sehr genau zu bestimmen, wo wir am Blatt sind. Diese Bilder und auch die Feldstärkemessung werden synchronisiert mit diesen Daten zusammen.
Das heißt, wir wissen ganz genau, wo am Blatt die Feldstärke wie stark gemessen worden ist. Und diese Daten werden dann natürlich gesammelt und in die 3DX-Plattform hochgeladen. Ja. Und am Schluss bekommt der User einen Report, der ganz genau auch visuell zeigt, wo der Blitzschutz allenfalls unterbrochen ist. Und das Seite bei Seite natürlich mit den hochauflösenden, bildgebenden Daten.